Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Guten Morgen, lieber Christopher und alle da draußen, auch euch einen wunderschönen Samstagmorgen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wir haben natürlich ein Thema, das passend ist für alle, die jetzt schon unterwegs sind, nämlich die Mäßigkeit, die man ja allgemein mit was kann man sie in Verbindung bringen? Mit Disziplin und Ordnung, Kirsten, kann man das? Disziplin, ja, vielleicht. Auf jeden Fall mit Maß halten. Mit Maß halten. Und wir sind ja sehr maßvoll und haben nicht um 7 Uhr begonnen, sondern um 9 Uhr. Das ist doch 9 Uhr. maßvoll. Und Christine, nein, du bist nicht alleine. Ich weiß nicht, auf welchem Kanal du dich rumtreibst. Wir sind ja inzwischen auf verschiedenen Kanälen unterwegs und da kann es sein, dass ihr euch gegenseitig nicht sehen könnt. Genau, also wer auf YouTube unterwegs ist, sollte eigentlich im Live-Chat alles sehen können. Und da wir jetzt, kommt immer drauf an, bist du auf dem Kanal der Geheimnisakademie gelandet, bist du bei den Mantikern gelandet, das wird parallel gestreamt. Also, wenn ihr euch sehen wollt, dann müsst ihr euch irgendwie intern auf einen Kanal einigen. Genau, Genau. vorab geheime Absprachen. Geheime Absprachen treffen. Aber das Schöne ist ja, dass man, wenn man dann es später noch einmal wiederholt, sich auf einem anderen Kanal anschauen kann und dann kann man andere Teilnehmer sehen. Ganz Ihr genau. sollt ja sowieso gar nicht so viel schwätzen. Ja, so ist das, wenn es um die Mäßigkeit geht, sondern ihr sollt natürlich uns zuhören. Das ist es doch, oder? Also ich sehe, du hast schon ganz klare Vorstellungen, was die Mäßigkeit denn so sein soll. Ja, ich mach das absichtlich so, Kirsten, damit du alles dekonstruieren kannst, was ich jetzt sagen Ich verstehe. kann. Was hast du uns denn da wieder Schönes mitgebracht, lieber Christopher? Das sieht ja ganz herzig aus. Naja, das Problem bei der ganzen Geschichte, liebe Kirsten, ist, dass auf der Mäßigkeit ein Engel abgebildet ist. Und Ach echt? da ist ein Engel abgebildet. Und ich dachte mir, muss es wohl um Engel gehen? Ich bin jetzt mal ganz der Laie und sage einfach mal, na, ich als Laie würde mal sagen, eine Tarotkarte, wo ein Engel drauf ist, da geht es um Engel. Und dann fielen mir bei Engel natürlich diese Art von Engel ein. Ja, genau, es wird gerade beim Wade Smith ein Engel abgebildet. Es gibt aber auch andere Darstellungen der Mäßigkeit, aber sehr oft wird mit dem Engel gearbeitet. Und der Engel, den du jetzt hier zeigst, was ist das für eine Form von Engel? Na, ich würde mal sagen, es ist der Schutzengel, die beiden Kinder. Na, ich weiß nicht, was die da jetzt gerade Verbotenes machen. Das eine Kind betet, das andere nicht. Und der Engel deutet aus dem Fenster raus. Vielleicht, um anzudeuten, bitte klettert nicht auf das Fenster, um nicht hinunterzufallen. Ja, mir fällt dazu gleich die Oper von Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel ein, in der ja es dieses Gebet am Ende des ersten Aktes gibt, wenn ich mich recht entsinne, mit denen, wo sie halt darum bitten, dass die Engel um sie wachen, während sie schlafen. Und vielleicht ist das so in diesem Sinne dargestellt. Also ich würde sagen, wir stellen gerade nichts an, sondern sie sind halt ganz versunken im christlichen Glauben an die Schutzengel und das kommt dann dabei heraus. Dann kommen natürlich auch die Engel und behüten sie. Ja, ich glaube sogar, es sind 14 Engel, die bei Humperdinck erwähnt werden. Immer irgendwie Genau. so paarweise, zwei zu meiner Linken und so weiter. Zu meiner Das ist ja Rechten. sehr, zu meiner Rechten, sehr rührend. Und ich glaube, dass man ja diesen Gedanken an einen Schutzengel natürlich weiterverfolgen kann als den jetzt einfach nur auf der christlichen Ebene. Denn der Schutzengel ist ja eigentlich etwas, das auf den Genius zurückgeht in der Antike. Der Genius wiederum, so nannten ihn die Römer, ist wiederum etwas, was auf den Daimon der Griechen zurückgeht. Und schon der Genius wurde geflügelt dargestellt und verkörpert so etwas wie eine Wesenheit, die mich als Mensch begleitet und mich bewacht, behütet, beschützt, eigentlich gar nicht so sehr, sondern eher dafür steht, was ich in diese Welt mitgebracht habe und was für mich sozusagen maßgeblich ist. Da haben wir das Wort Maß vielleicht schon mal drinnen, ja. Eine sehr schöne moderne Darstellung dieses Genius finden wir im Goldenen Kompass von Coleman, wo ja jedem Menschen ein Tier
beigestellt ist, dass quasi so die Aspekte dieser Person besonders gut darstellt. Also so eine Art Schutz- oder Krafttier, das aber auch Daimon sogar, glaube ich, genannt wird, oder? Genau. Und da steckt eben die griechische Vorstellung dahinter, wir werden geboren mit einem Daimon, der uns unser ganzes Leben begleitet und uns immer wieder an unsere Berufung erinnert. Also seine Funktion ist gar nicht so sehr, uns zu beschützen, sondern wenn wir von unserer vor unserem, bevor wir in die Welt aufgebrochen sind, selbstgewählten Bestimmung, so beschreibt es Platon, abkommen, dann erinnert uns dieser Daimon daran, wozu wir eigentlich da gewesen, hier sind. Und das tut er dann manchmal auch unsanft. Also der Schutzengel hat ja was sehr Liebliches, Süßliches, der Daimon und der Genius eher etwas durchaus auch Unsanftes, wenn wir unsere Bestimmung nicht erfüllen. Ich weiß Ja, nicht, da ob wir haben da wir, aber schon zu weit wegkommen vom Mäßigkeitsengel oder ob das auch was damit. naja, da haben wir schon ganz viele Themen, die sehr gut zur Tarotkarte passen. Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir über den Tod gesprochen, in dem ich sehr geheilt habe, worauf Herzensmensch hier nochmal anspielt. Genau, Todeserfahrungen, wie wir sie letztes Mal besprochen haben, die führen natürlich dazu, dass man nochmal darüber nachdenkt, wo geht es eigentlich mit meinem Leben hin? Was war eigentlich meine Bestimmung? Wo bin ich denn gelandet? Und dann hätte man wahrscheinlich an dieser Stelle sogar dann da kommen wir ja noch drauf, was passiert eigentlich nach der Karte der Tod? Wie ist das Ganze zu bewerten dann im Zug der Mäßigkeit? Das ist ja, glaube ich, eher auch rätselhaft, ne? Wenn wir, ich greife schon mal vor, als nächste Karte haben wir den Teufel. Zwischen Tod und Teufel taucht auf einmal dieser Engel auf. Ich meine, Ja, wenn genau. wir an Tod und Teufel denken, dann denken wir vielleicht sogar an die Hölle. Und dann würden wir jetzt vielleicht dazwischen irgendein, ja, einen schrecklichen Dämon erwarten. Aber das Interessante ist, also ich würde mal sagen Tod und dann Teufel und dazwischen ein Engel. Das müssen wir klären, warum das so ist. Aber interessant finde ich, dass man eben vielleicht einen Dämon erwartet und einen Daimon bekommt. Ja, vielleicht ist ja dieser Schutz, dieser Engel, jetzt habe ich schon Schutzengel gesagt, dieser Engel so etwas wie eine dämonische Kraft. Das wäre jetzt mal meine Vermutung. Vielleicht finden wir es heraus. Was hast du denn noch so an Bildern mitgebracht? Das war's schon. Nein, natürlich. Mehr wie Engel gibt es heute nicht. Wir wollen ja Maß halten, Kirsten. Ja, wir halten halt heute hier Maß. Wir sind auch sparsam mit den Bildern. Sparsam, ganz in Bildern. Nein, ich wollte dann natürlich schon gleich in medias res gehen und wollte sagen, na ja, aber das, was uns vielleicht an der Tarotkarte Mäßigkeit als allererstes auffällt, ist vielleicht gar nicht so sehr die Engelgestalt, die ja dann auch später, glaube ich, erst sehr viel später kommt, bei Wade Smith, wie du gesagt hast, da ist es deutlich ein Engel. Vorher haben wir eigentlich eine andere Figur, nämlich die sogenannte Temperantia. So heißt, glaube ich, in den älteren Tarotkarten-Decks die Tarotkarte ja auch. Also sie wird als Also Temperance. prinzipiell heißt die Karte auf Englisch Temperance. Genau. Und erinnert damit an Temperantia. Und Temperantia gehört zu den vier Kardinaltugenden. Sie ist die Mäßigung oder Mäßigkeit. Und sie wird immer ganz, wird gerne dargestellt. Und zwar bereits in diesen älteren Darstellungen schon so, wie wir sie dann später auch in den Tarotkarten wiederfinden. Nämlich einen Krug in den Händen haltend, aus dem sie in ein anderes Gefäß gießt. Zumeist ist es eben ein Krug und sie gießt etwas in ein Gefäß, in einen Becher. Das ist dann später bei den anderen, bei den späteren Darstellungen anders. Das werden wir noch sehen. Und hier finde ich ganz interessant, da wird eben diese überlebensgroße Temperanz dargestellt und wir sehen so auf meiner Seite ja so eine Art Kabuff oder was auch immer das ist, so eine Art Hütte und da sehen wir die Menschen bei Völlerei. Also da sind die sozusagen dabei, genau das nicht zu tun, was die Temperanz hier vorgibt, nämlich Maß zu halten. Und da komme ich gleich auf eine Frage, die Herzensmensch schon im Vorfeld mir gestellt hatte. Ich weiß nicht, ob du sie zufällig gelesen hast. Dass nämlich ja jetzt bei uns das Oktoberfest in München losgehen würde, wenn es denn losgehen würde, und dass dass doch die Mäßigkeit etwas mit dem Maßkrug zu tun hätte. Und ich kann dies natürlich erstmal nur etymologisch verneinen. Also die Maß heißt erstens nicht die Maß, sondern die Maß.
Und da wird das Bier reingeschüttet, da geht genau 1 Liter rein. Und deswegen heißt die Maß, weil es nämlich 1 Liter ist. Also das ist sozusagen Ja. eine Maßeinheit. Aber wir sagen auch nicht eine Maß Bier, da würde man sich sofort als Saupreis deklarieren, sondern wir sagen natürlich eine Maß Bier. So muss es lauten. Und indirekt hat es natürlich schon etwas mit der Mäßigkeit zu tun, denn auch hier wird natürlich vom einen Gefäß in das andere gegossen. Und auch hier haben wir die Völlerei auf der einen Seite und der ewige Ruf nach Vernunft und Mäßigung. Ja, also der Name Mäßigkeit, der kommt bei den meisten Menschen, die sich mit Tarot beschäftigen, nicht gut an. Es ist eine ziemlich unbeliebte Karte, obwohl ich sie als eine der schönsten Karten betrachte. Wir müssen, glaube ich, mehr wegkommen vom Maß halten, was ja auch nicht schlecht ist. Also gerade in der heutigen Zeit würde es uns allen ganz gut anstehen, ein bisschen mehr Maß zu halten. Und gleichzeitig kommt natürlich das Wort temperieren auch daher. Wenn wir zu heißes Wasser haben, dann mache ich auch gerne mal, schütte ich es mit kaltem Wasser zusammen, so wie wir hier diese Krüge haben, die hin und her geschüttet werden, um die richtige Temperatur zu finden. Und das ist halt etwas, was auch ganz wichtig ist für diese Karte. Also, was ist der richtige Aggregatzustand jetzt, um weiter agieren zu können? Also man könnte sagen, das, was diese Figur gerade macht, ist ein Temperierungsprozess, so wie wir zum Beispiel von einem Krug in den anderen schütten, um heißes Wasser abzukühlen und genau die Temperatur, das steckt ja auch drin, Temperatur, da haben wir auch die Temperance wieder drinnen. Wir haben auch das wohltemperierte Klavier, ganz berühmt, ne, wo es halt auch darum geht, da sind wir wieder bei dem Aspekt der Disziplin, um Übungen zu machen, die uns beweglicher machen, besser machen. Also die Mäßigkeit hat sehr viel damit zu tun, so ein Status quo zu erstellen, von dem aus wir dann gewappnet sind. Du hast den Teufel schon erwähnt, die schwierigsten Herausforderungen der großen Arkana zu meistern. Und einfach auch immer wieder auf so einen Grundstock zurückkommen können, von dem wir wissen, das ist das gute Maß, der gute Grundstock, um jetzt weiterzukommen. Und dafür ist die Mäßigkeit, die Temperanz ja da. Ich finde es interessant, da zeige ich gleich mal das nächste Bild. Da sehen wir in diesem Gemälde die Temperantia, die Temperance, die Mäßigkeit gut versteckt. Also wir sehen auf dem ersten Bild erstmal ein Gelage. Ja, also da geht es schon zur Sache auch. Ne? Also die haben sich alle da ganz furchtbar lieb gerade und feiern Party. Und da hinten kommt, da hinten kommt Könnte aus. jetzt Kurt sein, der mir das gerade erklärt, das Bild. Versuche noch doch nur jugendfrei zu bleiben, Kirsten. Verstehe, ich Und du verstehe. weißt, die YouTube-Bestimmungen. Und wir sehen dort, wie aus dieser Schlucht heraus kommt also eine Frau und sie mischt den Krug. Ich bin mir also deswegen nicht so ganz sicher bei der Darstellung des Krugs. Du hast es zwar jetzt sehr schön erklärt, wir mischen das Wasser hin und her, aber sie taucht verdammt oft, oh, jetzt habe ich geflucht, sie vertaucht häufig, sehr häufig in Kontexten auf, in den Darstellungen, wo man eher sagt, naja, die haben eigentlich jetzt gerade wirklich Spaß. Also da geht es gar nicht um Mäßigung. Ja, Ich du weiß hast nicht, ja ob das. gerade erwähnt, dass die Karte zwischen Tod und Teufel ist. Also du findest da dann der Teufel wäre die Party, oder? Der Teufel, da freue ich mich schon sehr drauf, ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ihr könnt gespannt sein, was ich dann Kerstin, erinnere dich daran, ich habe die Macht darüber, dich auch auszublenden. anhabe. Nein, aber ich werde mir dann aber auch was einfallen lassen. Also die Okay. Teufelfolge verspricht sehr spaßig zu werden. Wir haben jetzt schon bei der Mäßigkeit Spaß. Ob das der Mäßigkeit passt, weiß ich natürlich nicht. Also wir müssen wahrscheinlich doch wieder ein bisschen zur Vernunft zurückfinden. Darum habe ich auch gleich eine Mäßigkeit dir mitgebracht, die sehr streng ist und wie wir sehen, eine Renaissance-Darstellung. Und auch hier sehen wir wieder, es wird das Wasser in ein Gefäß geschüttet, in eine Richtung. Ich be betone das deshalb, weil auf den Tarotkarten haben wir eher diesen Effekt, den du hast. Da sind, glaube ich, die Krüge, bitte korrigiere mich, Kirsten, gleich. Also das Ja. ist,
sie sind gleich. Und hier haben wir häufig aus einem kleinen Krug wird in ein Gefäß geschüttet. Also ich möchte dazu sagen, dass ich mich jetzt immer auf Wade Smith beziehe, wenn ich das Ja, jetzt sage. genau. Ja, Es gibt ja richtig. auch Tarotdarstellungen, wo das anders ist. Okay. Also da sehen wir zum Beispiel ganz klar so eine eher gestrenge Gestalt. Ne? Also sie hat auch die Haare ganz streng gebunden. Und hier sehen wir eine etwas freizügigere Form. Also als Tugend wird sie hier dargestellt und da fliegt auch schon so ein Engel drüber. Aber hier haben wir auch immer die gleiche Geste von einem Gefäß ins andere, von oben nach unten. Ich komme da gleich drauf, weil das für mich ein wichtiger Hinweis ist. Und jetzt zeige ich dir noch eine Darstellung. Es ist wirklich eine Darstellung der Temperantia, die ich so nicht vermutet habe. Die kommt jetzt. Kirsten ist auch völlig unvorbereitet. Und zwar diese hier. Ein junger Mann. Ja, also ich habe da jetzt verschiedene Assoziationen, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Also dieses Bild ist wirklich eine Allegorie der Temperantia. Ich weiß nicht, was der Künstler uns damit ausdrücken wollte. Also erstens hat er die Tradition gebrochen, dass es sich eigentlich um eine weibliche Figur handeln soll. Es sieht gar nicht nach Engel aus. Er schaut uns auch, ich würde mal sagen, nicht sehr maßregelnd an dieser Stelle. Er erinnert eher an einen Mundschenk. Er hat auch so ein Tuch über seinen Arm. Er gießt ein und demjenigen, dem er gerade einschenkt, vielleicht sind das wir. Ich meine, von der Flüssigkeit her, was er da einschenkt, könnte es Wasser sein. Ja, aber auf der anderen Seite schenkt er es ein, als ob er uns gleich einen wahnsinnig berauschenden Trunk einschenkt. Und in seinem Blick schwingt schon mit, wenn du davon kostest, dann verlierst du deinen Verstand. Also das ist jetzt eine Interpretation, wie ich sie liefere. Hat was Bacchantisches, was Von wem Bacchusartiges. ist denn die Karte, der das Bild? Das Weißt du weiß das? ich nicht. Okay. Aber es ist sicherlich ein eher, ich würde mal sagen, 19. Jahrhundert. Ja, mir fällt dazu ein, dass die Mäßigkeit, die ja nach dem Tod kommt, auch was mit Trost zu tun hat. Und durchaus kann man gerade nach Todeserfahrungen, ob das jetzt der Verlust eines Menschen ist, einer Beziehung, eines Jobs, durchaus auch sich von falschen Menschen trösten lassen und dann in Situationen geraten, die einem nicht so gut tun. Der Aspekt der Verführung, der dann auch ganz stark im Teufel sich manifestiert, der kann durchaus auch in der Mäßigkeit liegen. Ja, also ich glaube, da ist was dran. Das hat schon was Diabolisches so ein bisschen. Gut, das ist mein persönlicher Eindruck. Und vielleicht ist das so der Übergang von der Mäßigkeit in Richtung Teufel. Wird da vielleicht angedeutet. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, nein, lass uns erstmal weitermachen. Wir machen mal weiter. Wir Wir wollen kommen aber ja dann nicht über noch den drauf. Teufel reden. Nein, wir wollen noch nicht über den Teufel. Nicht den Teufel an die Wand malen. Ich habe jetzt ein Genau. nächstes Bild mitgebracht, weil dieses Gießen des Wassers, das scheint also wirklich das zentrale Thema zu sein. Und da ist mir natürlich Folgendes eingefallen. Regen. Und ich habe ja auch in einem Buch, das du, glaube ich, nicht so schätzt, aber ich schon, einfach als Inspirationsquelle bei der Barbara Walker. Ich zeige das Buch mal. Das ist jetzt Projektion. Immer wenn ich von der Barbara Walker spreche, rümpfst du die Nase. Die Geheimnisse des Tarot, das war alles eins meiner allerersten Tarotbücher. Ich bin da einfach geprägt worden von ihr. Wenn ich es jetzt lese, muss ich sagen, ja, da ist schon viel auch an den Haaren herbeigezogen drin. Aber als Inspirationsquelle, glaube ich, dient es ganz gut. Und eins hat mir gefallen bei ihr, dass sie das eben mit dem Wasservergießen, mit dem Regen in Verbindung bringt, der auf die Erde fällt und dafür für die Fruchtbarkeit sorgt. Also das heißt, wir haben hier so eine Situation, der Regen fällt auf die Erde, das Männliche, nämlich der Regen, verbindet sich mit dem Weiblichen der Erde. Und in vielen Mythologien ist der Regen tatsächlich oder die Regengötter meistens weiblich, männlich. Das heißt, das ist im Grunde genommen der Akt der Befruchtung, ja. Und ich finde das deswegen interessant, weil wir das später in den okkulten Darstellungen angedeutet zumindest wiederfinden. Also, dass so dieses Vergießen von Wasser
im Grunde genommen ja wie Blumengießen. Ich meine, im Endeffekt ist es Blumengießen, oder? Ja. Wobei ich den Vergleich jetzt nicht ganz so ideal finde. Mir fällt da eher das Ass der Kelche zu ein, zu dieser Verbindung, weil das Wasser ja eben nicht auf Boden trifft. Wir haben später den Stern, da tut es das. Hier wird es in einen anderen Krug oder Gefäß gegossen. Also das würde ich dann vielleicht eher Richtung Stern sehen, diese Ja, Interpretation. wenn ich dir den Gedanken von Barbara Walker kurz dazu erläutern darf, Wenn es sein muss. wenn es sein muss, ja, und der hat was damit zu tun, mit dem, was ich dir jetzt zeige, die Symbolik des Gefäßes. Und sie sagt nämlich, dass in vielen Traditionen sowohl der Mann als auch die Frau als Gefäß bezeichnet werden. Und dieses Schütten von einem Gefäß in das andere Gefäß im Grunde genommen genau die Befruchtungssituation darstellt. Also die Frau ist ein Gefäß und der Mann ist ein Gefäß, das ausschüttet und die Frau ist ein Gefäß, das empfängt. Und so kommt eigentlich jetzt in dieser, das, jetzt sind wir schon tief in einer, wie ich finde, nicht so ganz offensichtlichen Ebene dieser Karte, die aber zum Beispiel, ich nehme es mal vorweg, ich glaube, Kirsten, du wirst mich später sicherlich korrigieren, bei Crowley vorweggenommen wird. Also da haben wir diese Vermählung von männlich und weiblich auch bei der Mäßigkeit. Ja, ganz klar. Der zweite Titel der Karte ist die alchemische Hochzeit. Und da geht es natürlich genau darum. Das streite ich überhaupt nicht ab. Wenn die Leute sich wegen Liebesdingen an die Karten wenden, dann wollen sie immer die Liebenden haben, ne? Die sagen, ah, perfekt, super, toll. Es stimmt überhaupt nicht. Also die Liebenden sagt einfach, ich bin verliebt. Ich projiziere den Sonnenschein in den Popo meines Angebeteten. Aber wenn ich die Mäßigkeit ziehe zu einer Beziehung, besonders wenn sie am Ende einer Kartenlegung liegt, dann hat das hier, kommen wir wieder zu dem Thema Grundboden, Grundstock zurück, dann hat das eine wirkliche Substanz, diese Beziehung. Ja, und ich glaube, ich finde es, das werden wir vielleicht nachher sehen. Das ist mir jetzt in der Vorbereitung, ist mir das durch die Lappen gegangen, dass es da so eine Beziehung zu den Liebenden gibt. Ich glaube auch, dass man das optisch ziemlich gut nachvollziehen kann. Habe ich aber jetzt nicht vorbereitet. Also gerade bei Crowley kann man das gut sehen. Aber wir erinnern uns, wir haben auf den Liebenden auch diesen Engel mit den roten Flügeln bei Waite und bei Waite Smith dann auch wieder den Engel auf der 14. Also da gibt es ganz starke Bezüge. Und das geht dann weiter beim Gericht. Ja, und ich finde, es hat schon, es deutet doch zumindest auf so eine gewisse erotische Komponente hin, die in dieser Karte versteckt ist. Ja, du bist einfach jemand, der immer Erotik in allem sieht, von daher. Ja, einfach weil mich das so erschreckt, weißt du? Und ich mich immer vorbereitet sein muss darauf, dass mir das an allen Ecken begegnet. Ja, das ist. Irgendjemand hat mich hier gefragt, warum ich die Barbara Walker nicht mag. Nein, ich habe keine große Meinung zu ihr. Sie hat bloß wahnsinnig viel geschrieben und sich dann auch oft wiederholt und ich finde das Ja. immer nicht so spannend. Also ich sage jetzt einfach mal nur, ich habe das Buch einfach wie als Zitatquelle mal hochgehalten, damit ihr wisst, das ist wirklich auch ein altes Buch. Ja, also das ist noch im Verlag Bruno Martin erschienen seinerzeit, den gibt es schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch überhaupt noch gibt. Das ist damals von 1985. Ja. Und da hat man gerne so sehr synkretistisch gedacht. Man hat einfach alles in einen Topf geworfen. Das ist natürlich aus einer eher akademischen Sicht ein Unding, weil obwohl sie immer alles belegt und immer alles zitiert, aber es ist einfach ein Unding, weil sie einfach auch Bezüge herstellt, die eher fantastisch sind. Aber genau deshalb mag ich sie, weil es eben inspirierend ist. Und wer dieses Buch hat oder sich besorgt, der sollte sich bewusst sein, dass da sicherlich Sachen drinstehen, wo man heute als Tarot, akademischer Tarot-Experte wahrscheinlich sagt, naja, aber so als Quelle der Inspiration für bildhaftes Denken ist sie, finde ich, ganz gut geeignet. Du hast jetzt nicht gegendert, Christopher. Habe ich Nein, nicht? du hast nicht, ja.
Bei was? Tarot-Experte, sagtest du. Tarot-ExpertInnen natürlich. Danke, dass du mich korrigiert hast. Na, gerne doch. Da muss ich doch gleich zum nächsten Bild übergehen. Ich möchte mich Wenn ich noch. mal kurz einwerfen darf, Ja? hier schreibt M, der junge Mann als Mäßigkeit ist der Universumsdiener, nehme ich an, meinst du M? Ja? Der lässt uns die freie Wahl, selbst zu entscheiden. Daran erinnert uns die Mäßigkeit, die Wahl bleibt uns immer, ja, die Wahl bleibt uns immer gelassen. Ja, durchaus, ne? Wenn wir jetzt gleich auch auf die Karten mal schauen, werden wir auch feststellen, dass die Mäßigkeit, die Person auf der Mäßigkeit gar nicht mit uns so sehr in Diskurs normalerweise geht. Bei dem Bild, was Christopher uns eben gezeigt hat, ist es aber sehr offensichtlich, dass er mit uns in Kontakt gehen möchte. Ich habe jetzt hier einfach mal das Thema Kelch, Kessel und so weiter nochmal aufgegriffen. Da meldet sich Jetzt Siri. bin ich Mir. eingefroren. Ja, Entschuldigung, ich müsste wieder da sein. Hallo? Ja. Bin ich wieder da? Denn es war Ja. nur so, ich habe Kessel gesagt und es meldete sich Siri auf meinem Rechner. Weiß nicht, warum Siri sich angesprochen gefühlt hat. Gut, also, ja, im Abrahams Wurstkessel sagt man ja noch. Kennst du den Ausdruck? Nein. Nein, kennst du das? Kennt es jemand von euch? Um Gottes Willen, bitte, jemand möge diesen Ausdruck auch kennen. Da warst du noch in Abrahams Wurstkessel, sagt man. Kennt es Ja, jemand? das ist wahrscheinlich eine bayerische Redensart. Ja, vielleicht. Gemeint ist, da warst du noch nicht geboren. Und ich finde aber interessant, damit meint man aber genau das, dieser Kessel ist ja eigentlich ein Geburt. Ist ein Geburtssymbol. Ah, siehst du, Gott sei Dank. Camilla versucht, ja, ich zu schreiben und Chloe kennt es Gott sei Dank auch. Also, ich denke, klar kenne ich das, Abrahams Wurstkessel oder Wursttopf oder wie auch immer. Gott sei Dank. Liebe Kirsten, da ist also eine Bildungslücke bei dir auch, hat sich da geöffnet. Ja, aber in jedem Fall Kessel als ein Symbol für das Gefäß, aus dem wir kommen, ein Geburtsgefäß, ist ein altes Symbol. Wir haben hier den sogenannten Kessel von Gundestrüpp, der in Dänemark gefunden wurde, aber eigentlich ein keltischer Kessel ist mit keltischer Symbolik. Ich möchte da jetzt nicht allzu vertieft drauf eingehen, aber die Kesselsymbolik, der Opferkessel, aber auch der Kessel, aus dem wir herauskommen, der Kessel der Wiedergeburt bei den Kelten, ne? Das war ein Symbol, dass die Tuatha De Danann, ein sagenumwobenes Volk in Irland, hatten einen geheimnisvollen Kessel. Wenn man da jemanden hineinwarf, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist, der ist dann wieder lebendig herausgekommen, allerdings leicht verändert. Es ist so ein bisschen wie Friedhof der Kuscheltiere, wenn euch das was sagt. Also diese Wiedergeborenen waren da nicht mehr so ganz beseelt, wie sie vorher waren. Kohlgrub, eine gebildete Berlinerin aus der Stadt, aus der ich ja auch stamme, sagt, bei uns sagt man Abrahams Schoß. Ja, aber sagt man auch bei euch, da warst du noch in Abrahams Schoß? Also Abrahams Wursttopf klingt doch ein bisschen. So, wir haben das geklärt. Sprichst ja auf den Cauldron an, also auf den Kessel, Genau. der auch gerne mit der Keritwin in Verbindung gebracht wird, die ich jetzt sicher wieder falsch ausspreche. Mir fällt dazu ein, dass Merlin ja nachgesagt wird, dass er in diesen Kessel hineinspringt oder fällt. Dann haben wir gleich sehr schön den Bezug zu Asterix und Obelix und dem Kind, das in den Zaubertrank gefallen ist. Also wir haben den Kessel als lebensstiftend auf jeden Fall in irgendeiner Form. Auch als Thema in der Mäßigkeit, ja. Also, Anna meint, wir würden hier bemüht gemäßigt sein. Ja, das stimmt, aber es gelingt uns scheinbar nicht. Ja? So wie wir versucht haben, beim Tod tragisch zu sein und extra in Schwarz-Weiß aufgetreten sind, aber irgendwie ist es uns wieder nicht gelungen, irgendwie seriös zu wirken. Ich glaube, Kirsten, wir müssen an unserem Image arbeiten. Ich glaube auch, also total.
Oder es Mehr sein reisen und lassen. laufen kann ich eigentlich gar Also, nicht. Kirsten, ist mal ganz ehrlich, ich freue mich schon wirklich auf die Teufelfolge. Da können wir mal so richtig uns gehen lassen, oder? Richtig die Sau rauslassen, ja. Richtig, Sause. Also, jetzt kommen wir aber wieder zur Mäßigung zurück. Ich Genau. möchte ein letztes Bild, bevor wir dann auf die Tarotkarten gehen, eingeben. Und zwar möchte ich natürlich noch erwähnen, der Kelch, der Kelche, das ist natürlich der Heilige Gral. Auch ihr darf vielleicht nicht fehlen, wenn wir über die Symbolik eines Kelches, eines Kessels oder was auch immer für ein Gefäß wir haben, sprechen. Da habe ich ja ganz intuitiv schon das Ass der Kelche genannt, obwohl ich deine Präsentation nicht kannte. Und das ist natürlich die Darstellung des Heiligen Grals. Und ja, dieser Kessel, der wird ja eigentlich nicht von Jungfrauen behütet, ne? Das sollen hier die Gralsritter sein, nehme ich Ja, an. das sind Kreisritter und keine Jungfrauen. Dort der Wo wir interessante. jetzt dann vielleicht gerade, entschuldige Christopher, aber wo wir jetzt vielleicht gleich wieder eine Verbindung zu diesem Bild, was du gezeigt hast, ziehen können von dem jungen Mann. Denn es sind ja die Männer, die den Gral verwalten. Eigentlich haben wir auch eine Gralskönigin gerade in den Tarotkarten, das ist die Königin der Kelche. Ne? Aber vielleicht hat das auch was mit dem Gral zu tun hier. Also ich habe jetzt bei ihm hier auch an Ganymed natürlich gedacht, an den göttlichen Mundschenk von Zeus, auch der Geliebte des Zeus. Und hier geht es natürlich, wir sehen hier übrigens schon das Bild, der Heilige Gral, und der da steht, ist nicht König Artus, sondern es ist schon Galahad. Also der sozusagen dann den Gral empfängt, der wahre Gralskönig dann wird. Und wir sehen auch die Könige im Vordergrund. Also man kann über dieses Bild kann man ein bisschen philosophieren, das wollen wir jetzt hier nicht tun, sondern ich habe es deshalb gewählt, weil ja der Heilige Gral sozusagen symbolisch die Nachfolge antritt zu dem Kessel der Wiedergeburt und all diesen Gefäßen. Es ist schon eine stark christianisierte Variante. Und wenn wir sowas lesen wie Christian de Troyes oder Wolfram von Eschenbach, dann haben wir natürlich den Gral maßlos überhöht und da fehlt dann natürlich wiederum auch eigentlich das, was er vielleicht ursprünglich war, nämlich der Schoß. Ob es Abrahams Schoß war oder der Schoß der großen Göttin, das bleibt bei euch. So, jetzt werden wir auch noch gelobt dafür, dass wir so maßlos sind. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu den Tarotkarten und ich werde jetzt erst einmal dieses Bild hier aufrufen, damit du, liebe Kirsten, uns erklären kannst, wie es vom Tod zur Mäßigkeit kommt. Ja, also wir haben ja letztes Mal sehr lange ausführlich über den Tod geredet. Wir sehen jetzt hier wieder eine Abbildung aus der Marseiller Richtung und eine Todeserfahrung oder die Karte Tod beschreibt halt etwas, es ist gestorben und ich bin jetzt im Zustand des Trauerns, kurz gefasst. Die Mäßigkeit, die danach kommt, habe ich eben schon gesagt, kann eine Konsequenz aus dieser Trauer sein. Ich besinne mich auf das, was wirklich wertvoll in meinem Leben ist. Ich brauche vielleicht auch eine Auszeit. Ich nenne persönlich die Mäßigkeit immer auch gerne meine Wellnesskarte, weil sie hat was von, ich ziehe mich jetzt aus dem Leben zurück, um durchzuatmen und ja zu überlegen, wie richte ich mich denn jetzt neu aus? Und da jetzt auch schon in dieser Variante ein Engel dargestellt ist, ich versuche wieder anzudocken an das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Was habe ich denn verloren? Bis zum Tod hatte ich ja, das haben wir bei den Liebenden beim Wagen gesehen, eigentlich mir vorgenommen, etwas zu erreichen. Das ist jetzt vorbei. Was davon hat noch Bestand? Was hat nicht geklappt? Wo will ich jetzt hin? Das sind so Fragen, die ich mir unter der Mäßigkeit stelle. Und wir können jetzt fragen, wer ist dieser Engel? Ne? Und da haben wir jetzt schon einige Assoziationen gehört. Für mich persönlich ist die Mäßigkeit immer der Schutzengel, wenn wir ihn so nennen wollen. Aber da ich ja, wie ihr wisst, nicht so wahnsinnig mich mit Engeln beschäftige, für mich ist das der Psychopompus. Also der Seelenführer, der zum ersten Mal hier, gerade im Wade-Smith-Deck, komplett dargestellt wird. Ich habe also, wenn ich die Mäßigkeit ziehe, die Chance, an meinen ganz persönlichen Seelenführer, Seelenführerin anzudocken und mich dank der Ruhe, die diese Karte ausstrahlt,
neu auszurichten. Man kann dieses Spiel mit dem Wasser ja auch so ein bisschen sehen wie so Geduldsspiele, die man hat. Ne? Kennt ihr diesen Ball, den man wirft und man macht das Pong und auf der anderen Seite mit diesen Bällen und so. Also es hat was sehr Beruhigendes, das Ganze. Und da würde ich gleich gerne noch tiefer drauf auf eingehen, aber erst, wenn wir die Karte von Wade Smith sehen. Also was mir jetzt so spontan einfällt, ist beim Tod, da haben wir ja auch die Situation gehabt, wir werden bis auf das Wesentliche reduziert. Ja, also da wir werden zu einem Skelett. Das Wesentliche ist dann das, was am Ende des Tages übrig bleibt, wenn wir durch den Tod gegangen sind. Und vielleicht komme ich jetzt noch einmal auf meinen Genius- und Daimon-Gedanken zurück und haben dann erst die Chance, vielleicht überhaupt herauszufinden, wozu ich eigentlich wirklich hier bin. Also das ja normalerweise im ganzen Alltagsgeschehen, in dem sogenannten 3D-Gedöns. Ich glaube, diejenigen unter euch wissen, auf wen ich jetzt gerade anspiele mit 3D-Gedöns, ja, untergeht. Also wir sind im Grunde genommen oft einfach weg von unserem innersten Kern. Und für mich könnte diese Karte der innerste Kern sein. Warum heißt sie dann Mäßigkeit? Warum ist sie Temperance? Weil wir vielleicht wieder in eine Art von innerer Balance kommen dadurch. Ja, ganz genau. Und es ist ja nun mal so, dass gerade in solchen, also eine dieser Krisen, wenn sich Menschen der Spiritualität zuwenden, die ist, wenn sie eine Todeserfahrung haben, also welcher Form auch immer, ne, etwas stirbt, jemand stirbt, etwas in mir stirbt, dann fangen sie an, über den Sinn des Ganzen nachzudenken. Dabei ist dann auch nochmal wichtig, du hast ja vorhin auch über die 14 Engel gesprochen. Die Karte ist ja der 14 zugeordnet, denn der Quintessenz ist es die 5. Das heißt, immer wenn wir mit der Mäßigkeit zu tun haben, haben wir auch mit dem Hohepriester zu tun und dem inneren Ruf, den wir verspüren, den wir jetzt wieder hören können. Und dieses Hin- und Herbewegen der Flüssigkeit, die hier ja nun interessanterweise auch rot dargestellt wird, vielleicht weil es Wein sein könnte, hat natürlich auch so eine Bedeutung, wenn wir in wie Wasser, das eben in die Tiefe fließt. Also es ist für mich eine sehr tiefgründige Karte, obwohl wir eigentlich mit einem Engel ein himmlisches Wesen haben. Daher mein Gedanke eher, das ist vielleicht etwas, was wir nach dem Tod, wo wir auch an einem Tiefpunkt angekommen sind, vielleicht in uns finden, so wie das Wasser, das immer nach unten fließt. Ja? Und wenn ich diese Bewegung mache, dieses Wasser fließt nicht nach oben. Ich muss, um zum Beispiel jetzt diese Bewegung zu vollziehen, ich muss so machen, um es dann, und ich muss immer eins höher haben als das andere. Also ich muss eigentlich immer diese Bewegung machen. Und dadurch bin ich immer in einer Pendelbewegung. Mal angenommen, ich würde das Wasser hin und her gießen wollen. Ja, der Krug, der jetzt unten ist, muss dann nach oben gehoben werden. Und der dann der jetzt oben ist, muss nach unten gehoben werden oder gesenkt werden. Also da ist für mich so eine Pendelbewegung wie so eine fließende Acht sogar drinnen. Ja, ich würde noch weitergehen, aber möchte mir das aufheben für die Wade-Smith-Karte. Da kommt sie schon. Ah, das ist die Das Lux. ist Lux. Dein Wunsch ist mir Befehl, liebe Kirk. Also wenn wir uns jetzt erstmal Wade-Smith angucken, das ist die Karte, die neben dem tassentrinkenden Christopher ist. Da sehen wir nochmal sehr deutlich auch die Motive, die wir schon auf dem Marseille-Deck sehen, aber sie sind stärker ausgearbeitet. Wir sehen einen Engel wirklich in ja, voller Darstellung. Es ist ein Feuerengel. Er hat das Feuerdreieck auf der Brust. Er hat ein Sonnensymbol auf der Stirn und die roten Flügel, die alle Engel im Wade-Smith-Deck haben. Und du hast jetzt gerade sehr schön über das Pendeln geredet. Tatsächlich kann Wasser so nicht fließen. Versucht das mal nachzumachen, was der Engel da macht mit Wasser. Es wird garantiert nicht im anderen Kelch landen, das Wasser, sondern auf dem Boden. Gleichzeitig sehen wir, dass der Engel ja nur mit den Zehenspitzen auf dem Land steht und einen Fuß ins Wasser gerichtet hat und dabei extrem gerade ist. Auch diese Haltung können wir unmöglich nachmachen. Wir sehen im Vordergrund Lilien, die natürlich auch wieder Todesblumen sind, auch darüber haben wir das letzte Mal geredet. Wir sehen im Hintergrund einen Weg, Berge. Erinnert euch, Berge hat immer was mit Erkenntnissen zu tun. Eine Anspielung darauf, dass wir uns jetzt ausruhen können,
aber der Weg noch weitergeht. Und im Hintergrund sehen wir ein helles Leuchten. Im Universal Deck wird das sogar stärker noch als offene Krone dargestellt. Und was mir das sagt, ist, dass wir hier außerhalb der Schwerkraft sind und wir sind in der Astralwelt. Und das ist ja etwas, was wir gerne auch mit Tod verbinden, ne? Das heißt, dass die Seelen der Menschen noch einige Tage in der Astralwelt schweben, wenn sie gestorben sind und dort Kontakt aufnehmen können. Und ob wir das jetzt sagen, okay, ich bin jetzt hier in der Astralwelt oder ich bin in einem Zwischenzustand zwischen Tod und dem Leben, was noch kommen wird. Wir sind auf jeden Fall in einer Qualität Zeit und nicht in einer quantitativen Zeit. Und das ist auch so ein bisschen so, ich habe jetzt gerade Blacklist gesehen wieder, wo dann auf einmal, wenn Sachen so erzählt werden, ja, dann steht auf einmal alles still in der Gegenwart und man selbst kann sich bewegen und erzählen. Solche Qualität hat diese Karte. Und es ist halt wirklich mir wird ganz viel bewusst gerade. Ich kann mich neu ausrichten und ich kann in Kontakt mit etwas gehen, in einer Situation, wo ich mit nichts im Außen wirklich mehr verbunden bin. Deswegen meine Wellnesskarte. Ich habe hier gerade noch eine Frage von Chloe. Wenn ich es auf den inneren Ruf assoziiere, wäre das Blut, das wieder in Wallung kommt. Könnte man das auch so sagen? Ich würde sagen, jetzt nach dem, was Kirsten gesagt hat, eher vielleicht der Zustand, bevor das Blut in Wallung kommt. Also wo ich wirklich innehalte. Und da sind wir wieder bei dem jungen Mann, der uns dieses Glas anbietet. Ne? Ich nehme es noch nicht an, aber ich kann es annehmen. Ja, genau. Hier bin ich im Ashram, hier bin ich im Kloster, hier bin ich sitze ich auf dem Friedhof und trauere. Das ist das Gefühl der Mäßigkeit. Aber gleichzeitig, deswegen haben wir ja auf dem Ohlsdorfer Friedhof zum Beispiel diese wahnsinnig vielen Engel, ne? Oder auch in München, ne? Man hat die Möglichkeit, sich rauszuziehen aus dem Leben, zu reflektieren, sich neu auszurichten. Das ist das, was in der Mäßigkeit ganz stark Thema ist. Und Die Frage von Orpheus werden wir wahrscheinlich gleich am besten mit der Crowley-Karte beantworten. genau, können wir gleich drüber zur nächsten Karte gehen. Und die Gabriele schreibt noch, da kann das Wasser aber auch hinauffließen. Das stimmt. Also wenn man jetzt diese Darstellung von dir ernst nimmt, also in diesem Zwischenbereich, in dem die Zeit keine Rolle spielt, kann Wasser auch umgekehrt fließen. Das ist richtig. Ich würde gerne da aber noch ganz kurz, bevor wir zu Crowley gehen, sagen, auch hier könnte man dieses mit einem Fuß im Wasser, mit einem Fuß auf dem Land, nochmal vielleicht mit dieser Urvorstellung verbinden, Erde und Wasser, Wasser männlich, Erde weiblich. Also wir sind in dem Moment, wo die beiden sich vielleicht verbinden miteinander oder eben noch nicht verbunden sind, aber verbunden werden. Vielleicht jetzt gerade, wo du es sagst, ist es sowas wie der vorgeburtliche Zustand. Ich Also denke da gerade drüber nach. Ich würde sagen, wenn wir so denken wollen, dann ist es eigentlich so der Moment zwischen zwei Leben, wenn wir genau. an Reinkarnation glauben. Also das meine ich mit vorgeburtlichem Zustand. Ja, interessant. Und dann ist vielleicht diese aufgehende Sonne, dieses strahlende Licht, was da an diesem Berg erscheint, wobei ich nicht sicher bin, ob es eine Sonne ist, schon der heranbrechende neue Tag. Es wird eine Wiedergeburt geben. Könnte jetzt sein. Also es ist, ich Das ist überlege die gerade. Welt der irdischen Macht, das ist die Welt des Teufels. Die Karte sagt uns, du bist jetzt zwar schon ziemlich weit mit deinen Erkenntnissen, aber die wirklich schwierigen Dinge, die hast du noch nicht erlebt. Okay, gut. Na, interessant. Also ich glaube, da steckt noch viel dahinter. Auf jeden Kommen Fall. wir mal zu Crowley. Der hat das ganze Jahr nun noch ganz anders verwirklicht. Die heißt bei ihm ja auch dann auch nicht mehr die Mäßigkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, sie heißt Kunst. Und wir sehen hier den Kessel, den du schon uns gezeigt hast. Es soll eine siebenbrüstige Diana sein, die wir hier sehen. Tatsächlich müsste man jetzt hier nochmal die Liebenden sich angucken von Crowley, weil er da sehr stark Bezug drauf nimmt. Auf jeden Fall sehen wir hier einen alchemischen Prozess,
mit ganz klassischen Tieren aus der Alchemie, da weißt du besser Bescheid als ich. Aber während in den Liebenden etwas dargestellt wird, wo ein Experiment, ein alchemisches Experiment misslingt, weil ein Aspekt nicht berücksichtigt wird, nämlich die Lilith, wird hier in dieser Karte gelingt das Experiment, weil alle Aspekte gleichmäßig ausgewogen sind. Also der Kaiser und die Kaiserin, die wir auf den Liebenden sehen bei Crawley, die sind jetzt hier zusammengewachsen, sie sind farblich vertauscht und sie sind ein ja, mehr brüstiges Wesen geworden, was einerseits auf die Diana anspielt, aber auch auf die Keretwin. Und wir haben hier ja nicht das Gießen von Wasser hin und her, sondern wir haben das Spiel zwischen Wasser und Feuer. Und was könnt ihr in Bezug zur alchemischen Hochzeit, zum Stein der Weisen und Vitriol zur Mäßigkeit sagen? Also ich würde das jetzt so übersetzen, dass in der Kunst, ne, die Kunst heißt ja, das ist das große Werk sozusagen, dass hier jetzt etwas gelingt, auch durchaus schmerzvollen Erfahrungen wie dem Gehängten, wie dem Tod, was jetzt etwas gelingt, worauf wir aufsatteln können, um zur letztendlichen Erleuchtung im Gericht, im Aion zu kommen. Und da ist das Ja. Thema männlich-weiblich ein sehr wichtiges Thema. Also was bei dieser Karte natürlich auffällt, sie strotzt natürlich so vor alchemistischen Symbolen. Wie du schon sagtest, mit Kunst ist sicherlich nicht das Malen und Zeichnen gemeint, sondern die große Kunst der Vereinigung der Gegensätze. Wir haben die Gegensätze dargestellt im roten Adler und im weißen Löwen. Wir haben das dann vertauscht auf der Seite des roten Adlers, der natürlich eigentlich das feurige Element verkörpert, haben wir darüber den Kelch, über dem weißen Löwen haben wir das Feuer. Also er spielt ganz stark damit, wie jetzt hier alle Gegensätze miteinander verwoben werden. Das ist in der Alchemie der Satz solve et coagula. Solve wäre dann wahrscheinlich der Tod, also alles wird aufgelöst, in seine Bestandteile aufgelöst. Was wir ja in anderen Darstellungen auch haben, wo da die Körperteile nur so rumliegen auf dem Boden, alles ist in seinen Bestandteilen. Hier ist dann Coagula, die Verbindung, die Neuverbindung. Es muss erst aufgelöst werden, bevor es neu verbunden werden kann, damit was Neues entstehen kann. Wir haben hier diese Art Regenbogen im Hintergrund, der auch in der Alchemie eine wichtige Rolle spielt. Und wir sehen dann in diesem Regenbogen eingeschrieben die Vitriolformel. Visita interiora terrae rectificando in veniis occultum lapidem. Das heißt, indem du das Innere der Erde besuchst, wirst du, wenn du es richtig stellst, den Stein der Weisen finden, den geheimen Stein. Das nennt man Vitriolformel, weil die Anfangsbuchstaben der lateinischen Wörter zusammen Vitriol ergeben. Und Vitriol ist eigentlich wiederum auch ein wichtiges Element, ein chemisches Element in der Alchemie, und steht für, ja, das irisierende Glas. Also da gibt es unglaublich viele Anspielungen bei Crowley, die mit Alchemie zu tun haben. Aber ich denke auch mal, dass es sexualmagisch natürlich gedacht ist und hier eben die Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen dargestellt wird. Und dass da die vielbrüstige Diana dabei rauskommt, verweist, glaube ich, auf uralte Mutterkulte. Da sind wir eben wieder bei diesem Thema. Das ist der Kessel der Ceridwen, das ist der Kessel der Wiedergeburt. Also da spielt Crowley und natürlich auch Freda Harris mit ganz, ganz vielen Symbolen, die da eine Rolle spielen. Ja. Also ich hoffe, Orpheus, das war eine Antwort auf seine Frage. Der Stein der Weisen ist das Ergebnis dieses Prozesses. Also es ist noch nicht der Stein der Weisen. Der kommt dann noch. Schauen wir mal. Aber auch das Thema Gral spielt natürlich eine Rolle und so weiter. Also ihr merkt, die Symbole, die sind da ganz wichtig. Schauen wir mal weiter vielleicht, Kirsten, wenn du möchtest. Ja, gerne. Und als nächstes Bild gehen wir doch mal ja, da kommen wir im Grunde genommen auf eine Wiederholung dessen, was wir gerade gesagt haben, weil wir sind jetzt bei Robert M. Place. Und denke ich mal, so von der Machart her, Kirsten, wirst du bestätigen, dass er das ist. Und zwar in beiden Fällen. Genau, es sind halt seine alchemischen Decks und
Das eine ist das Raziel-Tarot, wo auf biblische Geschichten angespielt wird. Und auch da sehen wir, ich weiß nicht, ob die Hebräer solche alchemischen Prozesse durchgeführt haben, aber ich fand die Karte interessant, weil gerade hier diese Bedeutung von Mann und Frau und das Zusammenkommen von Feuer und Wasser eine große Rolle spielt auf dieser Karte. Und die andere Variante, da sehen wir halt im Hintergrund wieder dieses Thema mit den Bergen und der Sonne, was wir schon vom Tod her kennen. Also wir sind jetzt hier dabei, in die Nacht zu reisen, um dann Richtung Sonne wieder ans Tageslicht zu kommen. Und ja, wir sehen ja da auch eine Anspielung wieder, wenn ich das richtig sehe, auf die Liebenden mit dem Baum des Lebens, der von diesem Kelch so umfangen wird. Ja, und vor allen Dingen, was man auch sieht, ist, das ist sogar auch ein alchemistisches Symbol. Das sind nämlich weiße und rote Blumen drauf. Ein Abriss des Streams hat zur Folge, dass wir jetzt hier in einen zweiten Teil auftauchen müssen. Ich konnte leider den Stream nicht fortsetzen. Allerdings ist es möglich, dass ihr jetzt noch mal bei uns das nicht gleich findet. Es sind zwar momentan die richtigen Kanäle angesprochen, aber vielleicht müssen wir einen Augenblick warten, bis sich doch ein paar Leute wieder zu uns gesellen, um wenigstens noch zum Abschluss ein Orakel zu bekommen. Das ist ja das, was uns sozusagen noch fehlt. Und ihr könnt es natürlich auch in der Aufzeichnung schreiben. Und haben wir denn jetzt, du warst ja, genau, Mantiker sind auf Facebook Live. Das ist schon mal gut, Marion. Das ist einer der Kanäle, auf denen wir online sein sollen. Während Leute versuchen, uns zu finden, vielleicht hast du denn noch andere Karten? Dann lass uns doch über die reden und wir können ja das dann, wir haben Untertitel, auch interessant. Ja. Hello Okay. again, Daniela. Also auch YouTube ist wieder dabei. Sehr schön. Okay. Dann lass uns doch einfach mal noch, du Noch ein hattest paar ja Karten gerade machen und ihr kommt einfach alle wieder dazu. So. genau. Du hattest ja Shit über die happens. alchemischen, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Gut. Du hattest über die alchemischen, die alchemische Symbolik von dem Baum mit roten und weißen Blüten geredet als letztes und der Berg, spielt der Berg denn im Alchemischen auch eine wichtige Rolle? Ja, der Berg ist eigentlich der Ort, also eigentlich das Innere des Berges, so wie in der Vitriolformel, wie wir eben haben, besuche das Innere, ja, haben wir häufig in der Alchemie die Darstellung, dass der Ort der Transformation im Berg stattfindet. Also dort in einer Grotte, einer Höhle oder etwas Ähnliches. Ja, Dann schaut okay. mal das nächste Bild einfach an. Und da haben wir wieder zwei verschiedene Decks, die eher moderner sind. Ne? Auf meiner Seite ist es das Tarot der 78 Pforten. Ja, das habe ich jetzt noch mal dir geschickt, weil wir ja genau da dieses Thema haben. Also alle diese Karten in dem Deck haben was mit Türen zu tun. Aber ich finde es ganz schön, wie wir jetzt hier nach dieser Todeserfahrung, wir haben ja letztes Mal auch viel über Transformation geredet, dass ja eigentlich nicht stattfindet im Tod, haben wir festgestellt, dass wir jetzt hier wirklich dieses Thema haben, eine Tür hat sich geschlossen im Tod und jetzt sind wir bereit, auch wieder diese Erwartungshaltung, über die wir heute schon mehrfach geredet haben, jetzt sind wir bereit, dass sich die nächste Tür für uns öffnet, ne? Und das finde ich einen ganz schönen Aspekt auf dieser Karte. Und die Karte daneben ist die aus dem Röhricht-Tarot. Und das Röhricht-Tarot zeigt halt eine Dame, die sehr, also er bezieht sich sehr stark hier auf die Kunst, die hier sehr schön Feuer und Wasser so sehr artistisch im Gleichgewicht hält. Das hat was sehr Künstlerisches, diese Karte. Sehr schön finde ich hier nochmal, dass er eigentlich auch auf die Gerechtigkeit anspielt mit der Feder, der Maat, in die sie so gekleidet ist wie Josephine Baker. Und was wir auch sehen, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass
dass der Schütze da als astrologisches Symbol genannt wird. Der Schütze ist vielleicht ein bisschen seltsam für die Mäßigkeit, aber wir haben jetzt ja schon ganz viel darüber geredet, dass es darum geht, was ist mein nächstes Ziel, was ist überhaupt meine Aufgabe. Da sind wir beim Schützen natürlich genau richtig. Aber wir haben auch durch die Hände der Frau und diese fließenden Gefäße das Symbol der Waage auf dem Kopf gestellt. Und das lässt nochmal darauf schließen, dass das ein wichtiges Thema ist. Hinzu kommt, dass ihre Eierstöcke dadurch stark betont werden, wie Unterleib überhaupt. Und da haben wir ja auch schon einiges heute zu gesagt. Wir könnten auch die Feder als etwas Penetrierendes uns vorstellen. Also das Thema des Geburtsprozesses, worauf du auch schon angespielt hast, das kann man hier durchaus sehen. Ja, und Wir dass haben sie hier auch ja ein nun. bisschen wie aus dem Wasser aufsteigt, finde ich auch. Also so ein Genau. bisschen wie die Venus, die aus dem Meer auftaucht. Genau, hat sowas von Botticelli auch. Und da ist ja auch eine Rune drauf abgebildet. Da bist du jetzt natürlich wieder als Experte gefragt. Ja, wie zu vermuten war, es ist die Rune Lagus. Ja, es ist sehr klein dargestellt gerade hier. Die Rune Lagus. Und Lagus ist natürlich steht für alles Wässrige. Also ist natürlich Lagus ist der See übersetzt und steht aber für alles Wässrige. Und da diese Karte ja das Thema Wasser immer wieder aufgreift in verschiedenen Formen, passt es natürlich sehr gut als Rune dazu. Und was bedeutet Lagos? Naja, Lagus bedeutet eigentlich Kreativität oder ist die Rune der Schöpferkraft, der Kreativität, die in uns schlummert. Und insofern passt das auch. Es geht so ein bisschen vielleicht auch in Kreativität als die Verbindung von verschiedenen Aspekten im eigenen Inneren, vom männlichen und weiblichen, um etwas Neues zu schaffen, zu erschaffen. Die nächste Rune nach der Lagus ist die Ingwas. Das ist sozusagen das kosmische Urei, das dann geboren wird. Lagus ist auch ganz klar eine Karte, da geht es um Sexualität und Erotik. Also Ja, insofern. bitteschön. Gut gewählt diesmal und gar nicht so uneinsichtig. Manchmal sind die Runenzuordnungen ein bisschen rätselhaft. Das letzte Bild, das ich mitgebracht habe dazu, das sind diese beiden. Da musst du was dazu sagen, was der Sinn zumindest auch des sehr interessanten auf meiner Seite gelegenen Tarots ist. Also was da der Hintergedanke ist. Ja, das ist ja das Vice Versa Deck, was ich neulich mit Kurt geunboxt habe. Und da ist ja der Trick an der Karte, dass immer alles von hinten gezeigt wird, wobei ich hier zum Beispiel, also ich bin nicht so ganz glücklich mit dem Deck, aber dass jetzt das Feuersymbol auch auf dem Rücken ist, finde ich jetzt persönlich ein bisschen unschön. Aber wir sehen halt im Hintergrund, wenn ich das richtig sehe, ich bin ja auch inzwischen doch sehr kurzsichtig, ein Turm. Na, also eine Anspielung darauf, dass der Weg nicht zu Ende ist. Und anders als wir es von vorne sehen, hat es eine wesentlich irdischere Komponente. Denn alle, die sich mit den großen Arkana ein wenig auskennen, wissen, dass der Turm, der nach dem Teufel kommt, auch nochmal eine ziemlich herausfordernde Karte ist. Also es geht, die Karte Mäßigkeit sagt also, bereite dich darauf vor, dass du wieder in die Welt musst. So ein klassischer Shaolin-Film, wo die Mönche halt ausgebildet werden, um dann, weiß ich nicht, im Irdischen zu wirken. Ne? Sowas kann man sich gut vorstellen mit dieser Karte. Ja, ich finde es ein bisschen irritierend auch. Also auf einmal bekommt auch, weil wir sehen das Gesicht dieser Figur jetzt nicht. Und dadurch wissen wir nicht, guckt sie konzentriert auf diese Kelche oder guckt sie in die Ferne, auf was auf sie zukommt. Im Hintergrund liegt, dann ist ja sozusagen auch jetzt eine Stoßrichtung vorgegeben für die Karte. Also ist, glaube ich, inspirierend, aber ist nicht unbedingt etwas, was wir, wo, Total ja. berücksichtigen Ja, müssen. genau. Nee, Marion, ich gehe da nicht drauf ein in dem Unboxing. Ich habe nur einfach ein Deck unboxed. Und es ist ja schon wirklich auch ziemlich alt und da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Es ist auch nicht mehr erhältlich. Ne? Es ist wirklich extrem vergriffen. Ja, und das hier auf meiner Seite ist aus dem Spirit Keeper
Taro von Bennebel, wenn das jetzt ja in der dritten oder vierten Auflage gedruckt wird und sie jedes Mal wieder neue Aspekte setzt. Ich glaube, das hier ist die erste Auflage. Und man sieht, dass sie hier auch sehr stark mit dem Seelenführer-Aspekt arbeitet. Und sie kommt ja aus Taiwan. Also sie bringt da auch immer noch so das taiwanische Glaubenssystem mit hinein oder das magische System. Dadurch haben wir ein bisschen andere Symbolik auf der Karte, aber ich finde die hier einfach auch sehr einladend und lieblich mal und halt anders als dieser Engel auf dem Waitsmith-Tarot oder auch die Frau auf Crawley halt uns zugewandt und einladend. Und das gefällt mir sehr schön an dieser Karte. Ja. Ja, liebe Kirsten, das war eigentlich jetzt die letzten Karten. Ich glaube, wir haben, glaube ich, ziemlich umfassend abgebildet und dargestellt. Natürlich gibt es Nuancen, die man immer noch vertiefen könnte, aber irgendwann ist auch mal Schluss. So sagt es die Mäßigkeit, ne? Man soll also immer schön in seinem Rahmen bleiben. Und den haben wir heute schon äußerst strapaziert. Darum Ja, bitten vielen wir. Dank, dass einige von euch nochmal zu uns gefunden haben. Da bitten wir Der natürlich Christopher um wird das später Vergebung. zusammenschneiden, aber wir orakeln jetzt natürlich wieder Ich weiß nicht, für. ob ich es zusammenschneiden werde oder ob ich einfach diese zwei Teile so stehen lasse und dann miteinander verlinke. Das muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Wie auch immer du das tust. Aber in jedem Fall ist es soweit, dass wir jetzt unser Auswahlorakel, auf das Florian schon aufmerksam gemacht haben, machen. Und die, die jetzt noch dabei sind, kommen natürlich auch in den Genuss. Und ich muss erst noch mal mein Tarot zücken, deswegen verschwinde ich kurz mal wieder. Ah ja, dann sage ich euch, welches Deck ich heute nehmen werde. Es ist das William Blake Tarot of the Creative Imagination. Das nehme ich jetzt mal, weil ich mich jetzt hier sehr inspiriert fühle für dieses Deck nach all diesen schönen Mäßigkeitskarten. Wir laufen ja auf die Tag- und Nachtgleiche zu. Christopher hat ja auch schon angekündigt, dass er da diverse Spektakel wieder veranstalten wird. Aber vielleicht nehmt ihr diesen Impuls, den wir heute ziehen, ob ihr jetzt auf Christopher schaut oder auf mich oder beide nehmt, was weiß ich. Vielleicht nehmt ihr das als Impuls, wie ihr jetzt in die Woche startet, die mit dem Herbst halt eine zeitliche Veränderung auch herbeiführt. Ne? Ja, ich nehme das Heindl-Tarot, weil ich mich gerade so ein bisschen damit beschäftige. Bin noch nicht so ganz durchgestiegen dadurch und hoffe da auf tatkräftige Unterstützung von Kirsten bei der Deutung der Karten, denn die Symbolik ist doch sehr speziell. Schauen wir mal. Also Heindl-Tarot, ein Tarot, das ich sehr faszinierend finde und wo es auch um Runen geht an manchen Stellen, um andere Kulturen geht. Vielleicht habt ihr darauf Lust oder wählt einfach die Tarotkarte, die ich ziehe, weil ihr das wollt. Genau so. Hast du schon gezogen, Kirsten? Ich habe schon gezogen. Okay, gut. Also ich mache das jetzt auch noch mal. Und ich habe, Moment, ich bin hier gerade verrutscht. Ich habe den Angel of Music gezogen. Nein, verzeihung, das war ich beim Phantom der Oper. Das Ace of Music gezogen. Bei diesem Deck gibt es andere Zuordnungen, als ihr das gewohnt seid im Tarot. Music wird dem Feuer gleichgesetzt. Ich habe also das Ast des Feuers gezogen und das passt natürlich sehr, sehr schön zur Mäßigkeit, wo wir ja einen Feuerengel abgebildet sehen. Und das Ast der Stäbe, wie es in anderen Tarots heißt, ich zeige es euch nochmal etwas näher, damit ihr euch da auch ein Bild von machen könnt, ist natürlich eine schöne Karte, um in den Herbst zu starten. Ne? Mit auf Flügeln beschwingt wird hier jemand durch die Lüfte getragen. Genau das sollte uns passieren, wenn wir mit der Mäßigkeit in Kontakt kommen. Inspiration, sagt diese Karte. Und der Ed Burns hat auch hier noch was draufgeschrieben. The desire of man being infinite. The possession is infinite, and he himself is infinite. Okay, also das ist ein Zitat von Blake, ja, dass wir
halt, dass unsere Sehnsucht unendlich ist, dass unsere, was war das zweite Wort, habe ich schon wieder vergessen, unser Besitz oder unser innerer Besitz unendlich ist und dass wir selbst unendlich sind, so wäre es vielleicht in der modernen Sprache zu deuten. Kriege hier gleich Engelsflügelchen oder Merkurflügelchen, während ich dir die Nachricht übermittle. Ja, es ist eine sehr inspirierende Karte für die kommende Woche, in der ja auch ein Vollmond ist. Also ist einiges los nächste Woche. Gute Gelegenheit, um abzuschließen, todesmäßig und sich auf was Neues auszurichten. Sehr schön. Ich habe diese Karte gezogen. Die vier der Münzen oder Steine, wie es bei Steine Heindl der heißt. Händel. Da kann sogar ich mit was mit anfangen. Sehr gut. Denn er nennt das die irdische Macht. Die Zahl, also die vier der Münzen ist für mich eine Karte, die mit Arbeit zu tun hat. Und irdische Macht hat natürlich damit zu tun, dass wir was machen. Und ich glaube, wer sich für diese Karte entschieden hat, der sollte sozusagen in die konstruktive Schaffenskraft gehen. Da kommt vielleicht dieser schöpferische Aspekt, des Engels, den wir auf dieser Karte ja gesehen haben, hervor. Etwas Konkretes entstehen zu lassen, etwas werden zu lassen, etwas nicht nur im Geiste vor sich hin und her zu bewegen, so wie der Engel immer das Wasser hin und her bewegt, sondern wirklich vielleicht auch mal das Wasser auf den Erdboden fallen zu lassen, damit was Konkretes daraus entsteht und es nicht in den Zwischenwelten bleibt. Also ich glaube, das ist eine ziemlich klare Herausforderung. Werde konkret. Im Übrigen, falls euch aufgefallen ist, ich habe im Hintergrund das falsche Bild für unseren Tarotgarten schon eine Weile. Das ist nämlich eigentlich das Hintergrundbild Weltenesche Yggdrasil für meinen Runenkurs. Aber es passt zu diesem Bild hier. Da sehen wir nämlich auch die Wurzeln eines Baumes. Also wir greifen in die Tiefe, wir verwurzeln uns mit dieser Karte. Und naja, das geht nicht ganz ohne Arbeit vonstatten. Also es ist keine Karte, die einem jetzt sagt, das fällt dir alles in den Schoß. Tu was. Oder was würdest du noch ergänzen, Kirsten, zu dieser Karte? Ja, also sie ist anders, als wir sie sonst aus dem Tarot kennen. Und du hast ja eingangs gesagt, hat die Karte was mit Disziplinierung zu tun. Da hast du dann natürlich auch gleich deine Antwort für Tja. dich gezogen. Sie ist Sonne im Steinbock zugeordnet. Also ist sowieso eine Karte, die viel mit dir zu tun hat. Mich erinnert das daran, dass ich gesagt habe, wir lernen den Grundstock zu legen in der Mäßigkeit. Da haben wir die vier der Münzen oder Steine. Und dann können wir, ja, Marion hat vorhin den Jazz ins Spiel gebracht, dann können wir jazzen mit dem Ace of Music. Ja, also klingt auf alle Fälle nach durchwegs positiven Aussichten. Vielleicht zum Thema Aussichten, Kirsten, wann können wir dich denn wieder in irgendeiner Form erleben? Ja, morgen gibt es mein Wochentaroskop. Am Montag meinen Mondimpuls, denn wir laufen ja auf den Vollmond zu. Und zur Tag- und Nachtgleiche, die ja dieses Jahr am 22. stattfindet, werden Roy und ich auch euch eine Kartenlegung vorstellen, die ihr vielleicht machen könnt, um in den Herbst zu starten. Und an dem Tag, am 22., starten wir ja auch mit unserem Tarot-Online-Kurs, für die es noch einige wenige Plätze gibt, falls ihr Lust habt, noch mitzumachen. Also nichts wie hin auf die Seite der Mantiker und sich informieren. Einiges wird geboten. Bei uns in der Geheimnisakademie wird morgen Abend der Engelmond dran sein. Da werde ich zusammen mit Yolanda Latoura wieder eine Episode machen, allerdings nicht auf YouTube, sondern als ja in der Geheimnisakademie im sogenannten mystischen Vollmondkurs. Wer da noch vorbeischauen möchte, da ist auch noch Platz frei. Da könnt ihr euch morgen Abend auf den Vollmond vorbereiten, denn wir machen ja immer am dritten Tage vor dem Vollmond diese Sendung, damit man sich dann auf diese Energie vorbereiten kann. Da wird dann Yolanda die Karten legen. Und ja, du hast vorhin angesprochen, großartige Aktivitäten zu Herbsttag und Nachtgleiche wird es diesmal in der Geheimnisakademie leider nicht geben. Es wird etwas geben. Wir werden aber diesmal, weil wir alle unterwegs sind und alle nicht so viel Zeit haben,
nur etwas Kleineres machen. Lasst euch da bitte überraschen. Es wird märchenhaft sein, auf alle Fälle. Ich bin nämlich in der kommenden Woche unterwegs und zwar auf Reiseleitung auf den Spuren der Himmelsscheibe von Nebra und werde dann zur Tag- und Nachtgleiche im Sonnenobservatorium von Goseck sein. Also, da werden wir dann den Sonnenuntergang dort erleben und wer zufälligerweise in der Ecke ist, der kann ja dann am Abend vorbeischauen dort. Ich freue mich schon sehr darauf und ich werde mich aber von dieser Reise unterwegs immer wieder mal melden, wie es sich weitergibt. Ich bin ja als Reiseleiter unterwegs, da kann ich über meine Zeit nicht ganz frei verfügen, aber ich werde das ein oder andere, einen oder anderen Höhepunkt, den wir dort machen, euch sicherlich daran teilhaben lassen. Und vielleicht wird es auch das ein oder andere spontane Orakel geben. Also wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, der abonniert am besten den Kanal der Geheimnisakademie, drückt auf die Glocke, um sich informieren zu lassen, wenn wir live sind. Und das Gleiche habt ihr selbstverständlich schon längst beim Kanal der Mantika getan. Ja, in diesem Sinne, das war's eigentlich für uns heute. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Die wird sicherlich ein bisschen ungewöhnlicher werden als sonst, aber so ist es nun mal. Und deswegen werden wir beide auch nächste Woche nicht online sein. Ihr So müsst ist es. also euch Das ist noch, ein wichtiger Hinweis, ja. ihr müsst noch auf den Teufel ein bisschen warten. Aber vielleicht schafft ihr jetzt erstmal eure innere Ausgleichung, damit ihr dann mit dem teuflischen Christopher klarkommt. Das wird ja eine ganz neue Seite von ihm werden. Tja, man wird es sehen. Und deswegen haben wir natürlich auch die Mäßigkeit, die passt ja wunderbar eigentlich wieder mal. Wir sind völlig im Tag zu Tag und Ganz Nachtgleich. genau, ganz Ist auch genau. perfekt. Ja, dann würde ich mal sagen, ach, und heute Abend, ich bin heute Abend noch einmal live. Also das möchte ich, habe ich ganz vergessen. Heute gibt es noch einmal den Runenbrunnen mit der Runenwoche. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich begleite das Ganze zurzeit auch auf Instagram mit einer täglichen Tagesrune. So, jetzt habe ich aber auch alles losgeworden, liebe Kirsten. Hast du noch was zu sagen? Nein, nein, ich bin wieder Deine schwer letzte beeindruckt von Chance. deinen Aktivitäten. Genau. In diesem Sinne da draußen, habt es gut und ja, bis bald. Bis bald, macht's gut.